Jetzt nochmal, ich habe jetzt den Hansjörg Müller hier. Jetzt nochmal die Frage, was war jetzt gerade genau los? Also hinsichtlich der Maske gab es ja. Also ich sagte, ich kam auf 1,50 Meter jetzt, ne? Ich kam vom Bahnhof, stand da, wo halt alle standen, dann kam die Polizei. Ja. Ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen. Dann frage ich, welche? Ja, es gibt einen abgesonderten Bereich für Attestbefreite. Und dann habe ich also erfahren, ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen, weil ich nicht in den Bereich rein bin. Dann hat sich herausgestellt, die Ankündigung, was ist denn jetzt schon wieder los? Die Ankündigung, dass es diesen Bereich gibt, ist gemacht worden, bevor ich hergelaufen war. Also ich habe das nicht gewusst. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich in den Bereich rein. Also was ich von Absonderung von irgendwelchen zweitklassigen Bürgern halte, steht ich auf dem anderen Blatt. Also das ist ja Irrsinn, was hier abgeht, ja. Aber gut, ich wollte mich ja dann schon absondern. Und dann hat es geheißen, nein, jetzt gibt es ein Protokoll, weil ich eine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Dann das nächste Problem, mich begleitete hier der Kollege des Fernsehens, des Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Dann sagt der, weiß ich nicht, Truppführer oder so, ja, aber wenn das Mikro jetzt läuft, ist es eine Ordnungswidrigkeit. Dann sage ich, weiß ich nicht, wie ich das ausschalte. Und deswegen bin ich zurückgelaufen, um den Herrn vom ZDF das Mikro zu geben, dass nicht unbeabsichtigt die Vernehmung aufgezeichnet wird. Ich wollte es also richtig machen, danach wurde ich dann am Ärmel gezupft. Ja. Also ich halte das natürlich, also viel Ärger wegen gar nichts eigentlich. Wenn ich das gehört hätte, wenn ich vorher da gewesen wäre, hätte ich mich hier reingestellt unter Protest, weil ich sage mal, ich sage es einfach brutal, Absonderung von Menschen, die irgendwie, weil sie nicht geimpft sind oder keine Maske tragen, irgendwie weniger Menschenwert haben, erinnert mich schon an gewisse dunkle Zeiten der deutschen Geschichte. Da nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Ja, also es ist Absonderung von Menschen, die irgendwie weniger Rechte haben. Hm. Jetzt hat es mich als Bundestagsabgeordneten getroffen, ja. Ich bin da, ich wähle jetzt nicht mit meiner Immunität rum oder so, ja, das Volk wird wie Dreck behandelt und dann lassen wir auch wie Dreck behandelt, was soll ich sonst dazu sagen, ja? Ja, wobei es waren auch vernünftige Polizisten auch dabei, die dann auch gesagt haben, ja, und deswegen kam ich jetzt wieder, ja. Na? Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ja, das kommt ein Musikstück und dann muss ich los, ne? Also ist ja heute eine Basisveranstaltung. Und da ist es wohl so, dass alle eingeladen worden sind und die AfD ist die einzige Partei, die sich auch bereit erklärt hat, hier auch reden zu wollen. Mal als nächstes unseren Künstler, der jetzt auch natürlich dazu, ich habe mal so einen Spruch losgelassen, ich bin ja auf vielen Demos unterwegs, ja. Also das sehe ich als mein Job als Volksvertreter. Ja? Also die meisten meiner Kollegen sitzen halt im warmen Sessel in der Scheinwelt Bundestag und meinen, je mehr Anträge Papier sie produzieren, desto besser waren sie als Volksvertreter. Ich habe eine andere Ansicht. Ich komme aus der Wirtschaft, also ich bin dem Effizienzdenken verhaftet. Volksvertreter heißt, dem Volk zu helfen, wo es angegriffen wird, sich schützend vors Volk zu stellen, wo es unterdrückt wird und dem Volk irgendwie auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man hinter ihm steht. Ja, und das kann ich ja nur auf der Straße machen. Aus dem Bundestag heraus ist das relativ schwierig. Ja? Deswegen, ich mache meine parlamentarische Arbeit, aber ich möchte Wirkung entfalten. Und Wirkung entfalte ich heute und hier wahrscheinlich wesentlich mehr für die Menschen, als wenn ich nur die Papierbürokratie des Bundestages befriedige. Ja? Deswegen bin ich eben hier. Deswegen werde ich auch natürlich in eigenen Reihen angefeindet, aber ich habe halt meine Entscheidung getroffen. Und eben auf diesen vielen Demos sage ich ja, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Da habe ich ja von Wilhelm II. Geklaut. Ne? Im Sinne von, mir ist egal, also wenn die Linkspartei zu sowas einladen würde und würde mich einladen, ich würde kommen. Es geht hier um die Verteidigung der Bürgerrechte, um die Herstellung der Demokratie, um die Abwendung der Vollendung des totalitären Überwachungsstaates. Deswegen bin ich hier. Und da kann mich einladen, wer will, ich komme. Und wenn ich eingeladen werde, ist das zu thematisieren. Weil viele Leute noch nicht so, sag ich mal, begriffen haben, wie weit der totalitäre Überwachungsstaat schon gediehen ist in unserem Land. Und das ist mein Job als Volksvertreter. Und wenn ich deswegen zum Beispiel in 3 Wochen nicht mehr auf die Liste der eigenen Partei komme, weil ich hier gerade nicht mich verhalten habe, dann ist doch okay. Und wenn ich wieder auf die Liste komme, weil ich mich gerade nicht verhalten habe, ist auch okay.
Ja, ich mache das, was mein Gewissen mir befiehlt, und das mache ich. Fertig. Eine ganz kurze Frage noch. Es gibt Bestrebungen, den Landtag in Bayern abzuwählen. Es gibt Bestrebungen, den Landtag in Bayern abzuwählen. Ja, das ist wieder eine andere Mini-Partei. Habe ich auch unterschrieben. Das müssen alle zusammenhalten. Haben alle zusammenhalten. Ja? Also ich lebe das auch vor, was ich fordere. Du bist unendlich kreativ. Und dann freuen wir uns auf die Rede. Ja, also ihr dürft dann wahrscheinlich, bei der Rede dürft ihr dann wahrscheinlich rein, ne? Ihr müsst nur außen rum, ja, und dann in einer halben Stunde muss ich dann weg, ne? Da können wir danach noch kurz sprechen.